Bevor das Video beginnt, möchte ich euch noch kurz ein paar Sachen sagen. Und ja, ich muss das immer vor das Video davor schneiden, denn wir haben das Ganze schon ein bisschen länger her aufgenommen und alles, was ich euch sagen will, kann ich nicht direkt in diesen Videoteil quasi mit reinpacken, sondern muss es davor schneiden, weil wir das eben schon aufgenommen haben und ich das nicht danach erzählen kann. Das geht ja nicht, ist ja logisch. Und auf jeden Fall wollte ich euch sagen, dass es immer so sein wird, dass jeden Dienstag um 14.30 Uhr eine Folge Football Manager kommen wird auf allen drei Kanälen, ja. Also quasi gestern 14.30 Uhr sollte die Folge eigentlich kommen. Ist sie bei Jan und Micha auch gekommen? Könnt ihr gerne vorbeischauen. Infocard verlinkt sowieso nachher auch noch. Und ja, aber ich habe es auf jeden Fall nicht mehr geschafft wegen Silvester und dann haben noch Leute Geburtstag gehabt und bla 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 und ich war immer, hatte immer was zu tun. Ich habe vielleicht irgendwie mal 10 Minuten Zeit gehabt, aber dieses Projekt ist so aufwendig zum Aufnehmen, aber auch zum Schneiden und das war richtig crazy. Jedenfalls habe ich es nicht geschafft, deswegen seht ihr das Video erst heute, aber ab jetzt wird es immer so sein, dass ich pünktlich Dienstag 14.30 Uhr die Folge fertig habe und hochlade und passt alles. Ich habe diese Folge heute, wir haben extra jetzt ausgemacht mit den anderen beiden, dass wir die Folgen mehr schneiden werden, damit die um die 20 Minuten sind. Heute nicht der Fall, da ich wirklich keine Zeit habe, sonst käme das Video erst morgen und morgen ist Koop-Karriere geplant. Also ich werde das Video jetzt nicht weiterschneiden, das Video ist heute in ein bisschen länger wieder und ihr könnt euch das einfach reinziehen, eine lange Folge und das ist ganz chillig hier zum Abend hin, eine lange Folge sich nochmal reinziehen im Bett, das ist auf jeden Fall ganz cool, denke ich, aber wir werden die nächstes Mal wirklich kürzer schneiden. Wie gesagt, ich habe bloß keine Zeit, ich muss nämlich jetzt die Koop-Karriere für morgen schneiden, damit dann morgen auch wieder pünktlich hoffentlich ein Video kommt. Morgen 16.30 Uhr, die Koop-Karriere hoffentlich. Und dann habe ich noch ganz, ganz viele andere Sachen zu tun. Also es tut mir schrecklich leid, aber es ist viel zu tun. Was ich euch noch sagen wollte, dieses Projekt war eigentlich mit Facecam geplant. Allerdings, wie gesagt, wir haben das schon vorher aufgenommen. Und meine Facecam muss ich ja nach jeden 30 Minuten immer wieder neu starten, weil ich ja nicht über die Elgato, sondern direkt über die Kamera selber aufnehme. Und das ist bei allen Kameras so, dass man das machen muss. Also bei den großen zumindest. Jedenfalls habe ich ganz, ganz viele Kameraaufnahmen und die habe ich nicht zuordnen können, ich konnte die nicht sortieren, keine Ahnung, was da alles drin ist und außerdem wusste ich dann auch nicht, wenn ich dann mal zwei, drei sortieren konnte, wo ich die hinpacken konnte, weil bei Football Manager ist der ganze Bildschirm voll, steht überall wichtige Infos, ich weiß es nicht und deswegen habe ich gedacht, komm, die Facecam lässt einfach weg, beim nächsten Aufnahmetag nehme ich auch gar nicht mehr mit Facecam auf, also es macht wirklich keinen Sinn, finde ich. Das machen wir bei anderen Projekten, aber hier nicht, es tut mir leid. Gut, ich habe jetzt genug gelabert, ihr wisst über alles Bescheid jetzt und ich würde sagen, jetzt starten wir dann auch rein ins Video. Viel Spaß und einen schönen Abend und ich werde weiter schneiden. Es tut mir leid. Let's go. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Football Manager 2019 zusammen mit Jan und Micha. Hi. Hi. Moin moin. Natürlich, wie schon in der letzten Folge, einfach mal rechts um am i alle Kanäle abchecken, denn wir nehmen das Ganze auf drei Kanälen auf. Aus jeweils der eigenen Sicht. Wenn ihr nicht wisst, wenn ihr die erste Folge verpasst habt, einfach mal da vorbeischauen, weil da haben wir alles erklärt, wie alles abging und bla bla bla. Und haben natürlich auch schon die ersten Spiele gemacht, haben im DFB-Pokal alle gewonnen, mit 1:0 alle. Also ein bisschen knapper, aber war auf jeden Fall cool. Und haben jeweils das erste Bundesligaspiel gemacht. Jan hat mit 3:1 als einzigster von uns gewonnen. Ist damit auch auf Platz 1 der Tabelle, vorerst zumindest. Micha hat 0:0 gespielt, ich habe mit 1:0 verloren. Heute geht's weiter. Die Tabelle sieht jetzt folgendermaßen aus. Bayern auf Platz 7, Dortmund auf Platz 6, kann man auf jeden Fall mal machen. Ich weiter unten, Micha im Mittelfeld und Jan auf Platz 1. Auf jeden Fall crazy. Die Sonntagsspiele waren Schalke gegen Wolfsburg 1:1. Augsburg hat mit 2:1 gegen Düsseldorf gewonnen und wer hat noch gespielt? Dortmund gegen Leipzig mit 1:0 für Dortmund ausgegangen, dass ihr dahingegen Bescheid wisst. Denn gestern haben wir alles in letzter Folge gezeigt, also da unbedingt vorbeischauen. Und jetzt würde ich sagen, starten wir rein. Leute, die Transferphase, die schließt gleich das Transferfenster. Das heißt, danach ist es vielleicht ein bisschen entspannter, bekommen wir nicht so viele E-Mails und es geht ein bisschen besser voran. Gegen wen spielt ihr heute eigentlich? Schalke und Wolfsburg.
Achso, ich spiele gegen einen Moment, ich spiele auf jeden Fall schon mal gegen Frankfurt und danach gegen Nürnberg. Also Uiuiui. Frankfurt, die das Team ja, Das ist was das krasse Team, richtig viele ne? Tore schießt, aber auch im letzten Spiel richtig viele Tore kassiert hat. Nach einer 3-0-Führung immerhin 4-3 verloren. Das gibt mir so einen kleinen Lichtblick, ganz ehrlich. Das stimmt tatsächlich, aber die darf man trotzdem nicht unterschätzen, so wie die drauf sind. Ich spiele gegen Augsburg und gegen Schalke. Also gegen Schalke wird es absolut krass, gegen Augsburg, die sind ja auch nicht schlecht, haben auch gewonnen im letzten Spiel. Also ich bin gespannt, wie das dann verläuft. Und in der nächsten Folge, da ist schon das erste Trainerduell, dann spiele ich gegen Jan. Das wird crazy. Sogar zwei Trainerduelle. Danach, ihr spielt in der gleichen Folge, spielt Jan, glaube ich, nochmal gegen Micha. Aha. Eieiei. Oh, wow. Geht's richtig ab, du. Was für eine krasse Folge. Ich hab hier so einen Doofen, der doof ist. Ich hab so einen Doofen, der doof ist. Die Oh, es geht Momentchen hat los. einfach gewonnen. Es geht los. Die Spiele gehen los. Frankfurt Jo. gegen Bremen auswärts. Augsburg gegen Gladbach Oh, auswärts. Scheiße. Schalke gegen Hertha auswärts. Alle gleichzeitig. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Glück. Ich euch Und auch. ich bin gespannt, wie das jetzt enden wird. Ja, auf jedem Kanal das jeweilige Spiel zu sehen, Leute. Und ja, bin gespannt. Wir werden natürlich hier miteinander kommunizieren, losschreien, wenn es Tore gibt. Und ich bin gespannt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gegen Schalke Okay, wird für dich echt schwierig. Also das ist ja, die so Quoten sind auf jeden Fall schon mal besser crazy. für die. Ich bin Ja, ich habe aber gespannt. auch Angst vor Test. Frankfurt. Das ist Nicht gut. Synchro. So, ich habe eine ganz kleine Veränderung. Die seht ihr ja schon. Die habe ich auch ganz am Anfang der Folge, glaube ich, schon gezeigt. In der Verteidigung. Ansonsten starte ich gleich rein. Mein Team muss sich natürlich noch, ihr seht das also da auch in der Taktik, noch ultra eigentlich an die Taktik gewöhnen. Gegen Nürnberg hat es gereicht. Aber jetzt schauen wir mal, ob es auch gegen Schalke reicht. Schalke angeblich laut den Medien im Vorteil. Ich habe auch ein bisschen geändert. Bei mir ist jetzt Hanik vorne im Sturm und Max Kruse im offensiven Mittelfeld. Hanik wieder fit und von daher denke ich mal, kann das was werden, was es zumindest mit Tore aussieht. Ich hoffe, dass ich hier auch mal ein Tor mache. Bisher noch kein Tor geschossen. Bei mir wird angepfiffen. Bei mir Los auch. geht's. Let's Bei go. mir wird noch nicht angepfiffen. Ich werde nochmal zum Interview gebeten. An Co-Trainer schicken, da habe ich keinen Bock drauf. So, jetzt Ja, hab ich spielen. auch keine Lust. Mache ich auch nie. Im letzten Spiel 0:0 gespielt. Gegen Hannover, jetzt gegen Oh, mein Frankfurt. Stürmer verletzt sich. Ah, das klingt nicht gut. Ausgehen. Scheiße. Jetzt muss der Typ rein, der traurig ist, weil er wechseln wollte. Oh nein, eine gelbe Karte. Ich lieg 1:0 zurück. Oh. Ja, Frankfurt halt, ne? Frankfurt macht das erste Tor. Ist halt Frankfurt, da kann ich nichts anderes zu sagen. Oh Mann. Oh nein, Ja. ich habe einen verletzten Spieler. Nichts zu Ja, ich halten. auch, wie gesagt. Oh, was Alter. eine krasse Chance. Eieiei. Kritisch. So. Ja, naja, immerhin habe ich einen guten Ersatz. Trotzdem ganz unglücklich. Ey, jetzt habe ich wieder so viele Verletzte. Ey, es wird nie besser. Augsburg gibt bei mir richtig Gas, haben hier schon ein paar Chancen gehabt. Und Latte für Augsburg. Bei mir ein sehr ausgeglichenes Spiel. Boah. Ja, bei mir ist Frankfurt eindeutig am Drücker. Bei Das mir Augsburg ist gerade auch und das ist übel. richtig traurig. Richtig, richtig übel. Jetzt mal ein Freistoß. Oh, Latte! Eieieiei. Fast der Ausgleich. Komm schon, Hertha. Nein! Komm Leute, mehr Hermann ist fordern. da. Leute, alle Daumen drücken. Die Spieler sind motiviert, ohne dass ich da noch was dazu gesagt habe. Das ist schön. Schalke verteidigt richtig Oh, tief. Videobeweis in Frankfurt. Gibt's Elfmeter für Frankfurt oder nur Freistoß? Oha. Jetzt geht's los. Schiri rennt zum Monitor. Schiri rennt zum Monitor. Was passiert hier? Was sagt der Schiri? Ja, Schiri sagt, Eingebogen. was sagt Schiri? Freistoß, ein Glück. Und der ist 1-0. drin. Du da, Tor der in leider auch im Training Augsburg. so unglaublich gut bei mir ist.
Ich liege 2-0 zurück. Augsburg führt mit 1-0. Fuck off, Mann. Die drücken die ganze Zeit. Es passiert nichts. 2-0 liege ich zurück. Ah. Ich hatte mich gefreut, dass der Videobeweis Freistoß gegeben hat und nicht Elfmeter. Und dann geht der Freistoß rein. Das ist bitter. Das ist echt mies. Eieiei. Also ich sehe hier kein Land gegen Frankfurt. Null. Ja, aber Freiburg hat auch erst 3-0 zurückgelegen und dann noch 4 Tore geschossen. Also das ist eigentlich nicht mein Ziel. Irgendwie gibt es einen Weg. Oh, Schalke, gelbe Karte. Bei mir ist gleich Halbzeit, 5 Minuten noch. Bei mir noch nicht. Ja, 1-1. Dribbel. Oh Gott, Pavlenka mit einer, naja, es gibt Eckball. Jawoll. 1-1. 21. Spielminute ist bei mir erst. Oh, das Schick ist krass. Da. Oh ja, jetzt wird es bei mir auch angezeigt. Krass, das. Also Frankfurt drückt und drückt und drückt. Es ist nicht mehr schön. So, bei mir ist Halbzeit. Ich führe 1-0. Krass, gegen Schalke. Wie gut bist du schon wieder, ey. Okay, was machen wir hier für eine Ansage? So, zack. Ansage gut. Mittelmäßig zumindest, mindestens. Bei mir ist in 5 Minuten Halbzeit. So, das funktioniert wieder mit dem Linksteil, der ist auch schon viel besser. Das ist also Latte, gut, dass ich das gewechselt habe. Latte von Frankfurt. Eieieiei. Oh, ja, Stein ist ein Held einfach nur. Nächster Freistoß für Frankfurt. Wieder die Latte. Boah. Schalke dreht jetzt hier im zweiten Durchgang auf. Wie viel steht's bei dir, Micha? Ich lieg 2-0 zurück. 2-0 noch, führt, ja, okay. Ja. Könnten aber schon längst. Nein! Pfosten von Drimic. Frankfurt hat 9 Schüsse aufs Tor und Fuck. Wir haben 0. Das sagt alles. Oh nein. Alles. Das muss sagt was alles. Verändern. Den Teamanweisungen, glaube ich. Wo ist das? So, wir wechseln mal. Ah, hier. Machen Friedel aus. Der im letzten Spiel alle Zweikämpfe gewonnen hat. In diesem Spiel sieht er überhaupt kein Land. Bisschen defensiver meine... Oder, ja, was heißt defensiver? Ein bisschen vorsichtiger meine Mannschaft einstellen. Dass ich ausgekontert werde. Zweiter Verletzter bei mir. Was Frankfurt mit der denn? Nächsten Chance. Ich zitter schon. Eckball. Ein Football-Manager pro Spiel mindestens ein verletzter Spieler. Ja, ich hab jetzt schon 2, das ist voll der Scheiß, ey. Mann, ich hasse sowas. 3 Minuten Nachspielzeit. Bist du schon am Ende des Spiels? Nein, nee. Erste Halbzeit bloß. Wollte gerade schon sagen. Erste Halbzeit bei mir gerade. 1-1. Zwei Drittel des Spiels sind jetzt bei mir gespielt. Ich bin in der 67. Minute. Ich habe die erste Chance in der 60. Minute jetzt mal. Das ist das erste Highlight. Ob es eine Chance wird, weiß ich ja noch nicht. Aber ich bin endlich mal am Ball. Im Strafraum. Oh, der erste Schuss aufs Tor. Gladbach, boah, komm. Ist trotzdem immer noch voll defensiv, obwohl ich 1-0 führe. So, wir gehen mal rein in die Auswechslung. Nuri Sahin kann mal kommen. Oh nein! Oh, was ein Glück! Oh. Mann, come on, ey! Frankfurt führt 3-0. Wie vielte Minute? 60. Oh, das. 56. Okay.
Alter. Ich muss was verändern. Jo. Mein zweiter Stürmer ist verletzt. Heilige Scheiße. Ich kann nicht wechseln. Ich hab schon gewechselt. Frankfurt kommt das nächste Mal. Kommt Frankfurt. Überfordert. Oh Gott, was passiert hier? Ich spiele in Unterzahl gerade. Ich wechsle auch. Claudio Pizarro. Hast du schon alle Wechsel gemacht retten. Oder weswegen? Ja, mir haben sich drei Spieler verletzt und jetzt hat sich der Stürmer nochmal verletzt. Unterzahl. Bei mir. Das ist nicht gut. Beim 1-1 und starken Augsburgern in Unterzahl. Das ist gar nicht gut. Boah, da müssen wir jetzt irgendwas machen. Also wechseln können wir ja nicht. Die nächste Chance für Eintracht Frankfurt. 13 Schüsse aufs Tor von Frankfurt, einer von mir. Das ist mal übel. Ach, komm schon, einfach die 1-0-Führung über die Zeit bringen. Bitte, nein, 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 oh Gott, nein. 1-1. Scheiße. Ihr beide holt jedenfalls noch einen Punkt. Bis jetzt. Bis jetzt. Ich spiele in Unterzahl, wie gesagt. Das macht das Ganze nicht besser. Habe ich im DFB-Pokal auch fast 50 Minuten gemacht. Was kann ich hier wechseln? So, die letzten 10 Minuten sind eingeläutet. Frankfurt führt immer noch 3-0. Aber ein sehr faires Spiel, noch keine einzige gelbe Karte. Bisevic, komm schon. Der muss Dortmund führt 1-0 gegen Hannover. So, keine Highlights mehr jetzt hier am Schluss. So sieht's fast aus. Nein, wieso hält Fährmann das? Oh, Torlinientechnik. Was? Der Ball war. Leute, guckt euch das an. Das war doch hinter der Linie. Kannst du mir erzählen, was du willst? Frechheit. Es gibt heute richtig spannende Spiele zu sehen. Gladbacher sind nervös. Ein Mann weniger. 1-1. Starke Augsburger. 16-9 Schüsse für Augsburg. Voll krass. Bei mir sind es die letzten 10 Sekunden jetzt. Nachspielzeit ist schon rum. Minute gerade. Vielleicht nochmal ein Konter. Nee. Nix mehr. Ende. Bei mir steht's 3-0 für Frankfurt. Ich habe eine Niederlage kassiert. Komm schon. Frankfurt, Augsburg auch komplett nervös. Auch in der Nachspielzeit. Komm schon, ich bin gerade die ganze Zeit am Ball und... Oh, abgelaufen. Also wir sehen schon die Endergebnisse. Wollt ihr sie wissen? 2-1 Augsburg. Nee. Alter. Fuck, Alter. Dortmund gegen Hannover steht es 1-1. Und Leverkusen gegen Wolfsburg steht es 1-2. Komm schon, mach ein Tor. Nein, Fährmann. Oh. Mann, ey. Er hat so viel gehalten. In der wievielten Minute seid ihr denn? 92. 92, also ihr seid auch gleich am Schluss. 80. So, bei mir ist vorbei. Bei dir ist vorbei, 1-1. Okay. Hast du immerhin 4 Punkte aus 2 Spielen. Also ärgerlich, ärgerlich. Gegen Schalke 1-1 klingt jetzt erstmal nicht schlecht. Ich hab's ja nicht gesehen. Aber ihr könnt das alle sehen. Ihr müsst nur bei Jan vorbeigucken. Da seht ihr das Spiel Hertha gegen Schalke. Bei Mike seht ihr das Spiel Augsburg gegen Gladbach. Und bei mir habt ihr das erbärmliche Spiel Frankfurt gegen Bremen gesehen. Was 3-0 für Frankfurt ausging. Ja, also ich hatte heute einfach Pech. Fährmann hat gut gehalten. Ich hatte viele Chancen. Ich war am Anfang, also bis zum 1-0 von mir, war es ein ausgeglichenes Spiel und ab dann war ich eigentlich viel, viel besser. Und trotzdem 1-1 bekommen. Niederlage, 3-1 Augsburg. 3-1 Augsburg.
Wie viel Minute bist du, Mike? 88. Ah, Mann. Ich gucke währenddessen schon mal auf unsere Taktik, ob wir da irgendwas verkehrt gemacht haben. Ja, also ich habe eigentlich nichts verkehrt gemacht. Es ist gut gelaufen, nur das Tor, das nächste Tor nicht gefallen. Aber was auf jeden Fall gut funktioniert hat, Köpke gefällt mir noch nicht so gut. Also bei dem Stürmer muss ich irgendwie, da muss ich noch was, irgendwie was besser laufen. Ich habe keinen Druck nach vorne. Im Spiel gegen Hannover nicht. Gegen Frankfurt habe ich gar kein Land gesehen. Ganz, ganz schlecht. Lol. Dein Spiel läuft noch, Mike? Ich wurde gerade rausgekickt aus dem Spiel. Lol. Jetzt bin ich wieder im Spiel drin. Okay. Abgepfiffen. Ja, damit ist ja alles bekannt. Dazu sagen, drei verletzte Spieler. Ich hab irgendwie einen Bug. Drei verletzte Spieler und einmal seit ungefähr 40 Minuten in Unterzahl gespielt. Schlecht verteidigt. Augsburg von Anfang an gut. 3-1 verloren. Leipzig gewinnt mit 6-0 gegen Düsseldorf. Jaja. Genau. Ja, genau. Strobel hat sich verletzt. Bauchmuskelzerrung. Ja, 3 bis 5 Wochen. Tschüss. Alter, dem habe ich es auch gegeben. Ich habe mich erstmal mit Drimmitsch und mit irgendwem anders angelegt. Sehr gut, auf dem 17. Platz. Sehr, sehr gut. Nein, es hat sich noch jemand verletzt. Er ist an der Krankheit erleidet, Alter. Ah! Oh. Kann ich jetzt gegen Mike spielen? Ich will auch. Alter, die Fresse, Alter. Ich meine, nicht platt mache ich dich. Ich trainiere gerade so gut und dann leidet er einfach an der Grippe oder so, Alter. Geh dich vergraben, Alter. Was willst du von mir? Ich sehe schon kommen. Dein nächstes Spiel. Ausdauer 5%. Nein, nein. Ja. Ich habe vorm Spiel habe ich 2 Tage Pause. Ja, Paul hat sich verletzt. Oh nein. Muskel 2 bis 3 Monate. Ja, ich kenn's. Du brauchst dich gar nicht aufregen. Ich kenn's. Also ich habe auch noch ein paar Verletzte, aber die sind schon von Anfang an verletzt. Ja, komm, Alter. Ja, ich habe auch noch ein paar Verletzte und jetzt habe ich noch mal einen für 2 bis 3 Monate. Meine ganze Mannschaft ist verletzt. Oh, weil morgen ist bei mir ein Spiel. Traoré hat sich verletzt. Ja. Junge, meine ganze Mannschaft hat sich bei der Nationalmannschaft verletzt. Fick deine Mutter. Rimmitsch erklärt, Borussia Mönchengladbach unter Umständen verlassen zu müssen. Ja, dieser Arsch, der will mich die ganze Zeit erpressen, Alter. Kann sich mal vergraben gehen, ohne Spaß. Ich glaube, du musst mal gute Ergebnisse einfahren. Stindl verletzt sich. Ja. Bänderdehnung. Schnittwunde, ja. Schnittwunde. Bauchmuskelzer. Schlüsselbeinbruch, Alter, was ist denn das? Hey, was ist das denn? Schnittwunde im Oberschenkel. Was ist denn mit ihm los? Er wollte einen Salat schneiden. Das war Stindl, abgerutscht, ne? Der gerade fit fängt an zu ritzen. Mann. Wie schafft man sowas? Oh, Michael Lang hat die Reha-Phase beendet. Und Hazard hat sich verletzt. Knöchelverletzung. Jan freut sich. Ein Spiel bei Belgien verkackt er wieder mal. Versuch eines Sprints während des Belgien-Spiels gegen die Schweiz. Nice. Da kann man sich erstmal eine Knöchelprellung holen. Ja. Können bitte keine Länderspiele mehr sein? Das ist so ein Negativpunkt für mich. Das ist ja unglaublich. Aber bei mir steht, keins startet für Österreich durch. Also von daher. Ja, die sollen sich mal bitte alle erholen, weil meine sind noch voll von den Länderspielen erschöpft. Meine sind alle verletzt von den Länderspielen. Ja, das ist nicht so wichtig. Ja. Jo, Neuhaus verletzt. Was? Die sollen sich bitte auch so lange verletzen, dass sie immer noch verletzt sind, wenn wir gegeneinander spielen. Nein, die meisten sind nur so 8 Tage oder so, aber... Das ist scheiße. Für Schalke-Spiele habe ich echt keine Spieler. Was ist das? Aber heute ist das letzte Länderspiel.
Ja, Benetz hat sich auch verletzt. Bei einem schnellen Täuschungsmanöver. Alter, halt doch die Fresse, ohne Spaß, was ist denn mit euch? Verhärtung des Oberschenkelrückenseite, was ist das denn? Ich hab keine Spieler. Ohne Spaß jetzt. Also ich hoffe, dass ich gegen Jan überhaupt antrete. Also gegen Schalke kann ich jetzt schon mal gar nicht antreten. Und ich hoffe, dass ich gegen Jan dann auch antreten kann. Vielleicht sind die dann wieder fit und verletzen sich keine neuen. Okay, heute das Spiel. Let's go. Woo! Micha. Ja. Gegen wen? Nürnberg, ne? Ich muss gegen Nürnberg. Schalke. Zu Hause. Alter. Oh, da hinten sehe ich schon ein Spiel gegen Berlin. Berlin City, man. Berlin. Ja, Berlin. Berlin City. Aber meine U19 ist richtig gut. So, Leute. Oh. Da sind wir wieder. Starten rein. Ich habe ein bisschen was am Training verändert. Hab ein bisschen hart trainiert. Dadurch, dass wir, das habe ich auch ab und zu reingeschnitten, halt ohne Facecam war, dadurch, dass Länderspiele waren, haben meine Spieler sich so oft verletzt einfach. Ist unglaublich. Egal, wir spielen jetzt gegen Schalke. Das wird ultra krass und ultra schwer. Ein bisschen was an der Taktik verändert, ein bisschen was am Training verändert. Vielleicht wurden die dadurch jetzt besser. Wir haben natürlich immer noch gut verletzte Spieler auf jeden Fall. Scheiße, hier gelaufen. Aber wir können Jan Sommer wieder einsetzen, Leute. Unser Torwart ist wieder back am Schlüssel. Das ist mega gut. Und Micha spielt... Spielst du schon? Ich spiele gegen Nürnberg. Bist du schon drin? Und, nee. Okay. Ich muss gerade... Ach, Scheibenkleister. Ich habe was ganz vergessen. Das zeichnet einen sehr guten Trainer aus. Wir haben uns nämlich einen Ersatztorwart aus der U19 geholt. Den habe ich leider vergessen zu registrieren. Nice. Stark. Und Luca Caldirola braucht noch eben eine Rückennummer. Gut. Dann kriegst du eine Rückennummer. Bitteschön, die Nummer 3. Ja, der Typ, der spielt gar nicht gut. Springst du schon zum Spiel? Bei mir steht wartet. Achso, du musst auf mich warten, ja, okay. Gut. I'm sorry. Auf jeden Fall wieder ein bisschen was geändert. Hanik und Kruse haben wieder einmal getauscht. Und Nuri Sahin ist jetzt wieder mit im Team. Und so weiter und so fort. Aber ihr werdet es gleich sehen. Ich kann zwar antreten, habe aber in der Startelf 3 Spieler, die nur so halb gerade so den Fitness-Test bestanden haben. Also das wird kritisch. Aber wir gehen auf jeden Fall zum Spiel und geben unser Bestes. Wenn der nicht mehr verletzt ist... Ich hoffe, dass ich dann gegen Jan, nächste Folge direkt gegen Jan, das erste Spiel. Und dann hat Jan noch das Spiel gegen Micha. Also ich hoffe, dass da meine Spieler auf jeden Fall fit sind. Dass ich da schon mal Gas geben kann gegen Jan. Und dass Jan zweimal verliert in der nächsten Folge. Das wäre cool. Das wäre richtig cool, ja. Nee, das wäre richtig cool. So, noch eine Ansprache. Ihr habt jetzt gerade schon gesehen, wie gesagt, paar Änderungen an der Mannschaft. Und jetzt gibt's den Anstoß hier im Spiel Bremen gegen Nürnberg. Let's go! Jetzt liegt nichts mehr an unserer Macht, jedenfalls nicht mehr viel. Anstoß auf Gladbach. Daheim, ausverkauftes Haus, schätze ich mal. Gladbach, bitte zeigt mal heute ein richtig gutes Spiel gegen Schalke. Muss mal funktionieren hier. Ja, ich muss auch was nachlegen, denn gegen Frankfurt 3-0 verloren. Nürnberg ist im Strafraum und das war knapp. Was ist das denn, Alter? So. Ich habe ja nicht so das krasse Gefühl, weil wie gesagt, viele Spieler verletzt sind, nicht ganz on point. Taktik bisschen geändert. Schalke eine sehr gute Mannschaft, hat auch gegen Jan unentschieden rausgeholt. Und bisher war meine Mannschaft nicht so on point. Das wäre so, das hört sich so an, als wäre das ultra krasse Schalke hat gegen mich unentschieden rausgeholt. Ja. Krass. Aber eigentlich ist es gar nicht krass. Ja, auf jeden Fall. Wenn ich eine Überfliegermannschaft habe, ist eher krass. Eben, eigentlich schon, aber naja. Ja. Erste Chance für Bremen. Wir hoffen einfach auf ein gutes Spiel, Leute. Ich habe ein bisschen Angst. Ich ändere gerade auch so ein bisschen meine Taktik. Freistoß! Freistoß! Wir haben auch jetzt Jan, wir haben jetzt Jan Sommer drin. Ich bin vollstens. Eckball für uns. Ich habe vollstes Vertrauen in den, dass der jetzt unsere Mannschaft
zum Sieg bringt, weil er die Bälle hinten gut hält. Besser als Sippel, schätze ich mal. Das wird, denke ich, so sein. Wir haben in der 5. Minute einfach schon mal mehr Schüsse aufs Tor als gegen das im ganzen Spiel gegen Frankfurt. Die Mannschaft gibt Gas. Mehr Highlights auf jeden Fall gegen Augsburg, wie gegen Augsburg. Gegen Augsburg auch wegen verletzten Spielern Leipzig in Unterzeit gespielt. Schon 2:0. Die haben ja schon 6:0 auch ein Spiel gewonnen. Ja. Da habe ich TSG Hoffenheim auch schon 2:0. Friedel verletzt. Ich muss wechseln. Friedel hat sich mal das, verletzt. Gladbach-Schalke-Spiel an, weil ich spiele ja gleich gegen Gladbach. Deswegen. Wird hier gescoutet. Oh, das sieht gefährlich aus. Ja, Friedel hat sich schwer verletzt. Eieieiei. Weil die Roda so, wir geben muss rein. Mehr Druck. Friedel hat eine super Leistung gezeigt im Training. War jetzt eigentlich motiviert, ihn aufzustellen. Und jetzt verletzt er sich. Man kennt es nicht anders. Aber ich müsste vielleicht mal auf Spielen drücken. Eventuell. Ich habe gerade was getrunken. Jetzt bei dir schon weiter, bei mir ist immer noch pausiert. Ja, bei mir auch. Ich kann gerade auch nicht auf Spielen drücken. Na gut. Das ist wieder dieser Bug. Nürnberg. Ich drück gerade wieder drauf. 1:0. Nürnberg. Ja, was mache ich hat jetzt? Hat 1:0 geschossen. Durch Misi Gian. Ah, jetzt. Damit fällt unser Verein auf Platz 16 zurück. Wie steht's bei dir jetzt? 1:0 für Nürnberg. Oh. Komm, Bayer. Bayer, geht in die Mitte. Hoffmann! Ha! Schöne Chancen, aber besser als, wie gesagt, besser als gegen Augsburg. Definitiv. Oh. Wieder übers Tor. Gibt's doch nicht. Jetzt mal Freistoß. Freistoß, Tor! 1:1. Sehr schön. Aber. Marc Frede macht den Ausgleich. Fährmann hält so ein paar Dinger, das ist unglaublich. Ja, Fährmann ist asozial. Oh Gott, jetzt kommt Schalke. Wunderschöner Freistoß. Was macht Brettloch? Oh, Jan Sommer. Der war gar nicht dran. Abstoß, okay. Ich dachte, er war dran. Sah ein bisschen so aus. So, wir setzen das Tempo aber wieder zurück. Nürnberg nochmal kurz vor der Halbzeit mit dem Schuss, aber Pavlenka mit der Rettungstat. Schalke mit einer gelben Karte. Oh, bei dir Hazard ist gut angekratzt. Ja, ich weiß. Wie gesagt, manche sind halt nicht fit, aber ich habe da nicht so die Ersatzspieler für momentan. Das ist so das Problem. Also zur Hälfte werde ich ein paar auswechseln müssen, aber... Die passen dann nicht so auf die Position, das ist das Problem. Ich habe ultra das Spieleproblem, dadurch, dass sie sich so oft verletzt haben jetzt. Ah, also. Bei mir gibt es Freistoß. Oh, 3:0 und in Leipzig. Bekommt einer die zweite gelbe Karte, gelb-rot, Nürnberg in Unterzahl. Oh. Das ist gut. Das ist gut. Nochmal Freistoß für mich. Du musst richtig Burgstaller motiviert. Aufpassen, der hat mich... Nuri Sahin an die Latte. Okay. Halleluja. Ja, wir warten jetzt erstmal ab, weil da wird nicht mehr viel passieren, glaube ich. Halbzeit. In Bremen ist Halbzeit. So. Da Max Kruse eine gelbe Karte hat und ich keine gelb-rote Karte riskieren möchte, kommt zur zweiten Halbzeit Martin Hanik vorne rein. Die Teamansprache lassen wir den Co-Trainer machen und let's go in Halbzeit 2. Also die Martin dritte Hanik gelbe Karte für drin. Schalke, Junge. Was ist das denn? Legen richtig los. Die haben Bock, ja. Nochmal eine Chance. Vor der Halbzeit. Schuss. Knapp am Tor vorbei. Vielleicht, bitte. Es wäre so wichtig, die Führung gegen Schalke. Die haben ja auch gegen dich ein spätes Tor gemacht. Also. Eine Führung wäre super. Hazard, den Frankfurt ich da wahrscheinlich rausnehme. Dortmund. Was ist mit Frankfurt los, Alter? Was ist das? Hazard. Nächster Schuss. Fährmann. Mann, der Typ.
Halbzeit Endzeit, auch hier Eckball. In Gladbach. Hexe Eckball für uns. Komm, wir sind einmal Überzahl. Das müssen wir doch irgendwie hinkriegen, dieses Spiel zu gewinnen. Das ist krass, dass einfach Frankfurt gegen Dortmund gerade führt. Leipzig führt schon 4-0. Und mal Bremen zu. Das gibt's Elfmeter? Was ist? Es gibt wieder Videobeweis. Wieder Videobeweis in Bremen. Genau richtig ein. Videobeweis in Bremen. Was gibt es? Elfmeter. Und er zeigt Videobeweis. Elfmeter. Elfmeter für uns, für den SV Werder Stark. Bremen. Oder was macht er jetzt? Stark. Und was? Und die gelbe Karte. Aber es gibt doch keinen Elfmeter. Hä, was? Für Freistoß nur. Nein, es gibt Freistoß. Für mich war das Zeichen eigentlich klar, Elfmeter. Dieser Finger nach unten gerichtet, Richtung Strafraum, bedeutet für mich eigentlich Elfmeter. Aber egal. Aber die Chance lebt noch. Oh, jetzt gibt's aber. Was? Da gibt's nix. Eieiei. Also Nürnberg ist ja aber... riskieren viel. Oh, jetzt Panik! Neben das Tor. Das darf doch nicht sein. Geblockt. Eckball. Bremen vergibt Riesenchancen. Benes Fährmann! Langer Ball. Harnik! Harnik, was machst du da? Was? Was macht Harnik da? Alter, du müsstest ja schon locker führen eigentlich. Ich? Eieieiei. Werder Bremen. Also, steht's da noch 1-1 oder was? Ja. Es hätte locker schon 3-1 stehen können. In der 65. Minute werden wir auch wechseln. Jetzt hier vorm Eckball. Komm, wir wechseln einmal. Maximilian Eggestein kommt rein. So für heute wen? Klappen auch die Zurufe nicht wirklich. 4-0 in Leipzig. Das bestätigen wir. Jo. Was? Lea, hey Rudi! Was war das denn? Er hat schon gelb. Next. Schiri! Dadurch gibt's den Angriff für Schalke. Boah. Ich mach nochmal einen Zuruf. Und zwar. So. So. Gladbach hätte es aber auch jetzt verdient, mal ein Tor zu machen. So viele Chancen schon im Vergleich zu Schalke. So viele gute Chancen. Die Highlights nur bei mir. Das gibt's doch nicht. Nuri Sahin mit dem Freistoß. Jetzt mal rein da in das Glück. Oh. Schieß den doch ins Tor. Ah. Was? Was, Fährmann? Nee. Nee, das ist gerade nicht passiert. Naldo und Fährmann. Der Spielerwechsel ist gar nicht passiert. Muss ich auch gleich machen, aber die Chance so, warten jetzt. Wir noch kurz ab. Kramer und Fährmann wieder. Fährmann und Naldo haben gerade so eine hundertprozentige einfach... so gut verteidigt. Also so knapp auch vor allem halt. Ich weiß nicht, soll ich Hämmern rein? Wir schon echt lange jetzt in Überzahl und nix kommt dabei rum. Also das heißt nichts, das waren ja Chancen da, aber keiner ging rein. Kann gar nicht mehr wechseln, fuck off. Letzten 10 Minuten steht immer noch 1-1. Leute, drückt mal fest die Daumen, dass wir hier noch den Sieg holen. Mehr fordern. Jetzt! Eggestein! Oh, ja! Abgefälscht drin! Ein. Eigentor, CSU. Eigentor! Sogar. Ganz egal! Wir führen! Komm, wir hätten auch die Führung verdient, aber es klappt nicht. Hier ist nochmal die Wiederholung, warum es auch ein Eigentor ist. Klar, warum. Eggestein schießt ihn und ja, Bauer. Schön. 24-8 Schüsse. Und wir kriegen die Kugel nicht rein. Wir führen kurz vor Ende des Spiels.
starke Leistung auch von Schalke in der Abwehr manchmal, aber manchmal auch einfach nur Pech dabei. Zakaria! Mann! Nürnberg mit dem Freistoß. Oh, oh, der wird geblockt, aber sie sind weiterhin am Ball. Drama. Sie sind weiter hinten am Zakaria. Ball. Das und auch der neben das Tor, ganz knapp. Nein, nein, nein. Oh, schön geblockt. Nur Einwurf. Wenn jetzt Schalke ein Tor macht, wäre es halt traurig. Also kann passieren, aber... Wir kriegen den Ball nicht weg. Wir kriegen den Ball nicht weg. 88. Minute. Jetzt ein 2-1 kassieren, das wäre übel. Nee. 4 Minuten Nachspielzeit. Nürnberg kommt nochmal zum Schluss. Das gibt's ja nicht. Nochmal eine gelbe Karte für Schalke. 4 Minuten ist halt auch scheiße für dich. Vielleicht machst du noch das 3-1. Ja, ich hoffe ein bisschen. Jetzt mal, aber nicht so, nicht so. Nürnberg kommt, volle Elle nach vorne. Eieiei, wieder ist der Ball beim Nürnberger. Und wieder hält Trapp. Nicht Trapp, im Strafraum, ui. Mutig. Jetzt ein schneller Konter, kommt schon. Nee, nix wird's. Die Schlussminuten gegen Nürnberg, Halleluja, geht das hier ab. Und der nächste mit gelbe Karte, das ist schon der vierte Bremer mit gelbe Karte. Nürnberg hat auch schon 5 gelbe Karten gesehen, also 4 und eine rote. Ende! 2-1 Sieg für uns, für den SV Werder Bremen. Plea! Nee, es soll nicht sein. Komm jetzt! Warum hält Fährmann alles, Mann? Boah, Leipzig 6-1. Der deutsche Fußballkurier hat gesagt, ein Unentschieden. 3 Minuten und wir haben einfach gewonnen. Wir haben so viele Chancen. Wir hätten es so verdient. Gladbach gegen Schalke immer noch 0-0. Dortmund gegen Frankfurt 2-2. Was? Aber der Leipzig knallt hier die Gegner reihenweise aus dem Stadion. Ja. Ja, absolut der Hammer. Eigner, wie viel Minute bist du? Nachspielzeit, 3. Minute der Nachspielzeit. Dann müsste er jetzt auch abpfeifen. Er pfeift nochmal einen Freistoß sogar für Schalke. Ja, jetzt pfeift er ab. 0-0. 0-0. 30-8 Schüsse. Was ist das denn? Ein Punkt mitgenommen. Ich weiß nicht, was los ist. 0-0 gegen Schalke ist okay. Also das hätte aber... safe Sieg werden müssen eigentlich, weil 30-8 Schüsse. So Leute, Facecam wie gesagt aus, aber Jan hat sein Spiel bestritten, wie gesagt, war auf seinem Kanal 0-0, Wolfsburg gegen Hertha, ja, es war ein knappes Spiel, Spannung, aber schaut sich auf jeden Fall an. So sieht die Tabelle aus, Jan auf Platz 7, Micha auf Platz 12 und ich auf Platz 16, sehr geil. Nächste Folge spiele ich erst gegen Jan, danach spielt Micha gegen Jan Und ich weiß nicht, gegen wen ich noch spiele, keine Ahnung, aber ich habe auf jeden Fall was am Training geändert, ich kann euch das jetzt nochmal ganz kurz zeigen, dass ich da jetzt nochmal ein bisschen was reingeballert habe, hier ordentlich ein paar Pausen anders verschoben und ordentlich nochmal Training rein, viel auf diese Sachen hier gesetzt, es wird interessant und ich hoffe, dass das was gebracht hat. Ich muss vor dem Spiel gegen Jan nochmal ein bisschen Gas geben, damit das cool wird und wir das vielleicht sogar gewinnen können. So, damit danke ich mich fürs Zuschauen. Schaut wie gesagt bei den anderen vorbei. Schaut auch unbedingt bei der nächsten Folge vorbei. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao. Ciao.